Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Ihr versteckt das Herzass nach einem System, das nur ihr kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Warum nicht? Klar, leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Die dritte Karte. Sicher? Die zweite von links? Sicher? Und du schon fragst. Gleich die erste Karte? Sicher? Die letzte also. Sicher? Daneben. Nächster Versuch. Die dritte Karte. Nächster Versuch. Die erste. Gleich die erste Karte. Sicher? Daneben. Die zweite von links. Daneben. Blinzelt er irgendwie oder? Gleich die erste Karte. Die zweite von Ling. Die dritte Karte. Die letzte alte. Gleich die erste. Die zweite. Die letzte also. Ah, okay, bei der letzten. Bei der letzten machen seine Augen Sachen. Daneben. Okay. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Richtung ausgespielt habe, es war irgendwas mit den Augen oder mit dem Gesicht irgendwie von irgendjemandem. Die letzte also. Die dritte Karte. Sicher? Die zweite von links? Sicher? Gleich die erste Karte? Sicher? Die letzte also. Ich glaube, bei der letzten macht er hier. Richtig. Zweite Runde. Fangen seine Augen an zu spinnen. Gleich die erste Karte. Sicher? Seine Augen bleiben still. Die zweite von links. Sicher? Nee. Obwohl. Richtig. Dritte Runde. Gleich die erste Karte. Sicher? Ja. Richtig. Du hast ja, es auf das Augenrollen muss man ein bisschen gucken. Autsch! Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Genug gespielt. Ich muss los. Lass dich nicht aufhalten. Wow. Irgendwie fühle ich mich jetzt besser. Erhaben. Energetisch. Richtig aufgeladen. So ein gewonnenes Spiel baut doch immer auf. Vielleicht ist es aber auch nur die statische Elektrizität an der Autokarosserie.
Tja. Können wir den Kofferraum noch mal gucken? Solide. Leer, bis auf ein Abschleppseil. Oha. Ich nehme ein Abschleppseil. Ich nehme das Abschleppseil. Ganz genau, das können wir gebrauchen. Dann gehen wir mal hier hoch. Oha, die Anstalt. Geh doch nicht zurück. Nein, dort bringen mich keine 10 Harveys hin. Wir sind endlich draußen, Harvey. Dann können wir uns endlich den Traum von der eigenen Eisdiele verwirklichen. Oder wir beweisen erst einmal die Unschuld meines Vaters. Auch gut. Einerseits hat dieser Psychoknast eine Tracht Prügel verdient. Andererseits gehe ich sicher nicht wieder dahin zurück. Einerseits fehlt dort eindeutig ein gutes Graffiti. Andererseits gehe ich sicher nicht wieder dahin zurück. Die Anstalt fasse ich nicht mal mit Top, nicht einmal dann, wenn ich wieder dorthin zurückgehe, was ich aber nicht vorhabe. Von hier unten sieht die Anstalt wie ein gezeichneter 2D-Hintergrund aus. Wenn das doch nur wahr wäre. Ich würde ihr mit einem einzigen Schnips ein Zickzackmuster verpassen. Aha. Einerseits fehlt dort eindeutig ein gutes Graffiti. Okay, das hatten wir schon. Dort war ich lange genug. Der Schlüssel hat mich da rausgeholt. Der Schlüssel? Dein Verstand? Und ein schmuselweicher Nagetier-Sidekick. Auf jeden Fall. Zu weit weg für eine geringschätzende Fußnagelbeschnipsung. Diese Mauern würde ich nicht einmal dann wieder erklimmen, wenn Zorro mir persönlich sein Kostüm vorbeibringen würde. Ach ja, Zorro. Ja, ja. Nicht einmal dann. Ich sagte, nicht einmal dann. Mist. Oh, der Mond. Hui, ich werd ganz muggelig. Sieh mal, Harvey, der Mond. Bist doch kein Wolf, Harvey. Zur Hölle mit dir, Hort des Grauens. Ich nehme bereits eine Menge schlechter Erinnerungen von dort mit. Ich habe die Anstalt schon einmal zu oft benutzt. Ich verneige mich vor deiner Pracht, du Quell der Reinheit. Es sei ihr gewährt. Es sei ihr gewährt. Lieber nicht. Für ein Mondscheinbad brauche ich Lichtschutzfaktor 0,04. Aha. Ich glaube nicht, dass das ein Poloball ist. Da müssen wir bis Vollmond warten. Aha. Ja, das wäre cool. Das gute Edna Wars hier auf meinem Lieblingstrabanten. Warum? Damit ich mich nicht mehr an den Sichelspitzen piekse? Kann ja sein. Mit Zickzackmuster käme er einfach noch cooler. Auf jeden Fall. Selbst wenn ich das könnte, würde ich es nicht tun. Dr. Marcells Name auf dem Mond. So weit kommt's noch. Da hast du recht. Lieber nicht. Das würde alle Mondsüchtigen deprimieren. Unschaffbare Keeper. Passt nicht ganz, fürchte ich. Mit etwas stopfen? Nein. Im Mondlicht funkelt mein Generalschlüssel wie Feenkraut. Wie funkelt denn bitteschön Feenkraut? Funklig. Ja. Ich will der erste Mensch sein, der seine Zehen auf dem Mond schneidet. Abbeißt, meinst du? Mist. Die Idee ist gut, doch das Seil ist zu kurz. Okay. Dann würde ich mal sagen, hier hoch. Oh. Der Mond ist noch viel näher dran. Hallo Alu, alter Hund. Hast du den Unfall gut überstanden? Nicke, bucke, bicke, backe, dicke, dacke, peng. Schön. Ja, er hat den Unfall gut überstanden. Was genau tust du da? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde, da hatte ich eine Erleuchtung. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch.
Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Belästige mich nicht mit Details. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will. Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll. Aber ich glaube, Hoti und Moti sind recht wütend wegen des Unfalls. Die sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hockten. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Moti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Hoti schmückt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Knochen. Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Sehr ausgeglichen. Eine Straßensperre blockiert den Weg. Ist es wirklich die Sperre, die den Weg blockiert? Ist es nicht vielleicht doch eher deine Einstellung? Nein, es ist die Straßensperre. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Da drüben, das ist sie. Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Na toll, dann würde ich es doch eh bekommen. Meinst du, die Schocktherapie lässt sich wieder umkehren? Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein, das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Das deckt sich mit meinen Theorien. Das würde bedeuten, dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch omniszent. Wenn mich doch nur endlich dieser Blitz treffen würde. Und omni-Euro. Viel Glück noch. Ich gehe jetzt. Mach keinen Unsinn. Ich kann's dir nicht versprechen. Halt dich fest, Alu. Ich rette dich. Retten? Wovor? Ich bin ein mächtiges Energiewesen. Mir kann nichts mehr passieren. Wuga! Guck mal, Alu. Ich habe mir extra für dich einen Zehennagel abgekaut. Aha. Und weiter? Naja, und du hast da dieses Antioxidationsmittel. Ich tausche nicht, Edna. Ich brauche das Mittel, um mich in ein Energiewesen zu verwandeln. Alter. Guck mal, Alu. Das hier ist der grandiose Generalschlüssel. Aha. Und weiter? Naja. Ich tausche nicht. Ich brauche... Guck mal, Alu. Ich habe hier ein Zehntel eines zehnteiligen Topfsets. Aha. Und naja. Ich brauche... Hey, Alu, ich könnte dir 3x auf den Umhang malen. Ich nehme an, du könntest es auch bleiben lassen, richtig? Ja, ja. Ich schätze, das ist im Bereich des Möglichen. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Edna. Hey, Alu, ich könnte dir die Unterschrift des Doktors auf den Umhang malen. Ich nehme an... Ja... Dafür wäre ich dir... Guck mal, Alu. Eine monstermäßig coole Zickzackschere. Aha. Und weiter? Naja, und du... Ich brauch... Okay. Guck mal, Alu. Aha. Naja... Ich brauch... Guck mal, Alu. Ich habe da einen astreinen Kugelschreiber. Aha. Naja... Ich brauch... Was macht Alu jetzt? Guck mal, Alu. Ich habe da ein... Aha. Naja. Ich tausche. Ich brauch... Hey, hallo, alter Pirat. Hallo, Harvey. Passt du auch gut auf Edna auf? Na klar, Alter. Warte mal. Kannst du etwa verstehen, was er sagt? Naja, nicht immer. Das wäre ja auch ein dicker Hund gewesen. Hm.
Oh, Entschuldigung. Brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Hallo? Bist du ein Antioxidant? Nicht so laut. Ich bin noch nicht taub. Nur ein bisschen eingerostet. Autsch! Was war das? Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja, das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Man kann Energiewesen nicht an... Ich würde mich... Hallo, Alu, alter Hund. Wuga! Hallo, Alu, alter... Wuga! Man kann Energie... Ich würde mich... Hey, hallo, alter Pirat. Hallo, passt. Na klar. Okay, das ging. Das macht er noch. Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Sehr schön. Wir haben ein Antioxidationsmittel, was auch immer wir damit anfangen. Mach's gut, Alter. Hallo, Alu, alter Hund. Wuga! Na gut, Hauptsache ihm geht's gut. Und er fühlt sich Wuga. Oh, die Kirche. Guck mal, Harvey. Ein Haus mit Zipfelmütze. Da wohnt bestimmt ein Clown. Nicht weit verfehlt. Ein Haus mit Zipfelmütze. Hallo? Oha. Das schlagt dir mal aus dem Kopf. Dazu muss ich erst mal hinkommen. Ich kann nicht weit genug... Obendrauf ist ein Drittel von der Unterschrift des Barmanns. Tja, das stimmt wohl. Mit einem sehr langen Füllfederhalter ginge... Ich bin kein Fernsehkoch. Ich kann nicht auf Distanz kochen. Das ist ein Schlüssel, keine Fernbedienung für das Garagentor. Ich kann nicht weit genug schnipsen. Das Seil ist zu kurz. Viel zu kurz. Der Rost scheint sich über Jahrhunderte angelagert zu haben. So einfach kriegt den dort niemand ab. Ja, weise Worte. Sehr viel Rost hat sich da angelagert. Na dann, die Straße runter. Ach du Schande. Blase. Da muss aber noch. Bis in den See. Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Oha. Abgeschlossen. Der Stiefkasten. Nanu? Festgeschweißt. Die Farbe gefällt mir nicht. Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Der Zündschlüssel fehlt. Das... Brauche einen Schlüssel. Der Zündschlüssel. Ich krieg den Der Anzünder fehlt. Hm.
Können wir vielleicht... Ich krieg den Gang nicht... Blase. Er kann doch unmöglich immer noch müssen. Tja. Ich will ihn lieber nicht auf mich... Ich will ihn lieb... Ich will ihn... Was hat Harvey zu sagen? Guck mal, Harvey. Die Blase wird einfach nicht leer. Er verfügt über echte Superkräfte. Können wir da irgendwie... Schon wieder runter. Wir müssen nicht den Weg finden. Wir können das Inventar nicht benutzen. Okay. Ja, also. Uferweg da war noch nicht. Oh, schon ein bisschen runtertropfelt. Tja. Huhu. Wenn dort will ich jetzt. Tief und unten. Okay. Jetzt haben wir den Bach bisschen sehen. Tja, wie... Können wir vielleicht zufällig... Das Abschnippseil. Abgeschlossen. Tja, wie werden wir jetzt den Blasen los? Ich weiß es echt nicht. Hier können wir auch nichts machen. Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Das bringt ja doch nichts. Das Brückengeländer wäre ein guter Ort dafür, aber Blase versperrt mir den Weg. Und Oha. Es sieht nicht so aus, als würde er in absehbarer Zeit fertig werden. Tja, wir lenken mal die Blase ab. Den Blase. Können wir doch irgendwie ohne Zündschlüssel da was machen? Tja. Ich
Ungeduld haben wir hier schon viel. Ich krieg den Gang nicht. Plump. Ich krieg den Gang nicht raus.